Da ist nix. Da sind die Avocados. Nein. Oh nein! Und Erdbeeren. Und Speisegemüse. Oh Gott, ich brauche mehr Beete. Und so Erdbeeren. Ja, jetzt. Jetzt der Spawner hier hinten auch aktiv. War kein grünes mehr drin, oder was? Da vorne war nichts mehr drin, ne. Oh, dann hat das aber. Das hat so verhältnismäßig lange gehalten, hatte ich das Gefühl. Hat es auch, aber vielleicht wurde es beim Umsetzen gar nicht reingesetzt. Ja, das könnte natürlich gut sein, ja. Ich hab gebaut. Du hast eigentlich abgebaut? Jetzt. Okay, Moment. So, einmal reparieren. Wir haben doch bestimmt irgendwo Stahl gemacht, ne? Ne, Titan fehlte mir, genau. Platsch. Platsch. Erdbeeren? Jetzt. Ach so, da ist gar keine Kohle mehr drin. Ah. Also Erdbeeren, das haben wir, die Avocado haben wir. Dann kommt hier die Kürbisse rein. Jetzt. Aber wenn du dich. Also muss ich dann gießen oder wie machst du das dann? Ja, aktuell habe ich keine Variante, keine Wahl. Aber Swada hat ja vorhin schon nach Wasserpumpe geguckt. Mhm. Und ich weiß aber nicht, was der letzte Stand davon war. Aber was soll ich denn machen? Entweder geschützt unterm Dach und es geht nicht kaputt. Oder wir müssen halt öfters reparieren. Dann lieber. Gut, mit der Wasserpumpe braucht ihr eh erstmal die anderen Beete. Die Holzbeete gehen ja nicht damit. Ja, aber zumindest, na, ja, dann renne ich halt ein paar Mal hin und her, aber wir haben ja Schwämme und wir wieder haben. Wieder ein Kroko da oder ist es ein Stein? Stein. Okay. Aber warte, jetzt geh mal Kamikaze machen. Nein, kein Soja. Ja. Ich schon mal die Wasserräder zumindest mal aufbauen und schon mal den Strom hierher verlegen. 6. Und dann gucken wir mal Schritt für Schritt in die Zukunft. Genau. Genau. Ich glaube, da sieht die irgendwo ein Kroko, glaube ich. Ja, siehst du, das ist doch kein Stein. Oh ja, ist tot. Probieren kann man es ja. Erdbeeren, Erdbeeren, da war doch was mit Glas und. Sehe ich Platten. Ja. Erdbeerglas, genau, ein Glasgefäß war wahrscheinlich Silizium, vermutlich. Gesundheit. Danke. Jetzt mute mich. Nee, du kommst gerade bei mir durch. Tut mir leid. Du hast Schokolade geholt, die ich nicht mag, ne? Ja, das ist Erdbeerschokolade. Tut mir leid, dein kleiner Sohn und ich mögen die halt. Ich guck. Wir mögen halt Erdbeeren. Was anderes Süßes habe ich nicht gefunden. Außer mich selbst, aber das gibt's jetzt nicht. Jetzt gerade. Jetzt gerade nicht, nee. Wieder vielleicht. Aber jetzt gerade nicht. Ah. Okay, das nehmen wir mit. Das brauchen wir später. Und das da. Dann hau ich mich da jetzt runter. Bisschen Hirsch. Wie sieht's eigentlich da aus? Ah ja, ich sollte mal langsam was trinken, wenn ich jetzt. Ich glaube, eure Biospritlampen müssten jetzt auch voll sein. Ich meine schon, aber ich weiß nicht, wie ich den an den Gürtel hänge. So wie die Fackel. Danke.
Idee bin ich gar nicht gekommen. Ich habe einen Gürtel gesucht. Okay. Achso, ich bin noch weit weg. Da kommt er. Komm her. Was ist das denn? Avocado? Du Schnauze. Okay. Das ist doch mal nice. So. Happy Birthday to me. GZ. Ich bin jetzt 22. Wir müssen was trinken gehen. Das ist eine Schnapszahl. Ich bin schon voll. Willst du eine eingelegte Avocado haben oder... Nee. Nein. Na gut. Ich hab einen Bogen, aber ich hab gar keine Pfeile. Doch, ich hab Pfeile. Unsere Häuser sehen echt lustig diesmal aus. Sie haben keine richtigen Dächer. Das ist gut. Die haben Flachdächer. Ja, ich weiß, ich bin außer Atem. Ja. Lecker, lecker. Maximum 7. Oh yeah. Oh yeah. Also, es gäbe Bärenkonfitüre, es gibt eingelegte Avocado oder es gibt Erdbeermarmelade. Oh. Lecker. Yum, yum, yum. Warte mal, weiter oben. Da geht's auch noch. Gehärtete Glas kann man auch erst machen, wenn, wenn Wasser da ist, gell? Ja. Ja. Das war die Glas- genau. Werkbank-Geschichte da mit, der, ja, die Glaswerkbank und dann mit der Wasserpumpe anschließen. Genau. So doof. Nein. Ah, hier darf ich, okay. Bis hierhin geht noch. Okay, zumindest sitzt das Dach. Da nicht mehr. Da ist Holz an der Fläche. Nee, ist klar. Gibt's ja gar keinen Schwefelschrank. Ne, gibt's noch nicht. Weil ich gerade so gucke, so nachher mal alles durch. Nee. Schwefel? Nö, Schwefel dann. Ja, dann ist gut, dass man hier noch. Das Schwefel habe ich momentan noch unten neben der Werkbank, diese zwei Schränke. Nee. Ah ja, cool. Sehr schön. Vielen Dank. Wo hab ich denn hin? Nee, hab ich nicht. Okay, das lohnt sich nicht, dann gehe ich lieber Holz schlagen. Das lohnt sich dann nie und nur. Nee, warte mal. Ich kann hier Holz rausnehmen und dir Holz reintun. Ich muss Beete machen. Und da will ich jetzt eigentlich ungern das Holz von dir da verbraten. Aber ich habe ja die letzte Munition rausgenommen. Schießpulver habe ich schon wieder am Durchlaufen. Ja. Das könnte also gehen. Super. Hallo Hirsch.
Oh, schlechter. Ich sehe, ich höre es bis hierher. Voll stark. Okay, es ist schon wieder dunkel. Ach Mensch. Ach, warte. Ja. Wo lagerst du in der Küche das Fett? Tierfett? Da, wo es hergestellt wird, im, weiß ich gerade nicht, glaube in der Küchentisch. Also das, wo du drauf direkt zuläufst, wenn du reingehst, glaube ich. Das ist Kochstation. Oh, Kochstation. Ja. Ich glaube, da wird Fett drin hergestellt, da lager ich auch. Baum fällt in die falsche Richtung. Ja, komm. Ach, du gehst noch nicht weiter. Ach so. Wir müssen irgendwann mal von unten die Balken angucken. Nicht, dass die Krux uns mittlerweile alle zerschossen haben. Mhm. So, jetzt fehlt bloß noch die Glaswände. Dann wäre das Ding hier. Was ist das? Ich habe das eine weggemacht. Oh. Das Provisorium habe ich weggemacht. Ordnung muss sein, von daher genau richtig gemacht. Genau richtig. Und bitte da. Nee. Bergbank. Okay. 2, 4, 6, 8. 8000 Strom läuft denn da nachher? Wie? Lass mal sauber. Ich höre doch schon wieder ein. Wo höre ich dich? Also Mario kann seit neuestem knurren. Nein. Und ich bin gesättigt, also daran liegt es auch nicht. Gut, gut. Ja. Holzanbaufläche. Doch, das sind doch die Beete. Okay, ja. Sah gerade so schick aus. Na komm schon. Brauchtest du noch Kakaobohnen oder Kürbis? Kommt auf den Kürbis drauf an. Das ist ein normaler Kürbis, kein Speisekürbis. Dann ja. Und Kakao? Ja, natürlich. Sonst hätte ich dir auch schon dein verdammt. Naja, dein Kaba machen können, genau. So. So, jetzt packen wir erstmal das Holz in den Holzschrank. Nee, falscher Schrank. Holz. Oh, überladen? Ach, Quark. Das kann nicht sein, ne? Niemals. Oh, bitte, seid ihr fertig? Jawohl, ja. Dann kann der Stabil erstmal hier los. Ja.
Aber ich habe das ewig her, wo ich das kaputt gemacht. Und das ist immer noch da. Mhm. So, was macht mein Glas? Ja, sehr schön, fertig. Bier. Okay, wenn man Bier trinkt, hat man Ausdauerregeneration plus 100% und plus 125 maximal Ausdauer. Also ich bin nicht so ausdauerhaltig, wenn ich mal Bier getrunken habe. Nicht wirklich, ne? Aber irgendwie scheinen die Spiele alle das so drauf zu haben gefühlt. Ja, irgendwie schon. Komisch. Wenn das kann, musst du Alkohol trinken, um besser zu lernen. Ey, das muss ich mal ausprobieren. Vielleicht. Du warst ja immer so lustig. Der Große und ich wieder da und lachen dich aus. Lass mal bleiben. Das macht nichts, kriege ich eh nichts von mit. Nee. Das letzte Mal, das war so ulkig. Ja, das ist jetzt mein Schicksal. Jawohl. Ja. Bin gleich wieder da. Meine Lese ist auch fertig. Und bam. Ach ja, dieses ewige Kabel verlegen hier. Ja, das stimmt. Eigentlich sollte man in der Nähe von einem Wasserfall bauen, damit du nicht so weit deinen Stromnetz ziehen musst. Ja. Was will man machen? Was tut man nicht alles für fließend Strom? Fließend Strom. Genau, Strom fließt. Genau. Oh yeah. Egal, ich muss ja bloß bis rüber. Ja, ich brauche noch eine Weile, bis ich hier zu Hause bin. Ah, ich bin ja sowieso nur auf der anderen Seite und mache die Beete da rein. Okay. Das ist ja entspannt. Ich hoffe zumindest, dass ein Kürbis und eine Kakao überlebt, bis ich da bin. Das hoffe ich auch. Nee, das wird schon... Achso, das... Ab den 24. können wir es ja so machen. Was denn? Saufen anfangen? Ach so, du meinst wegen Strom in der Nähe vom Wasserfall bauen. Ach so, ja. Theoretisch, aber die Plätze sind ja auch nicht gerade die schönsten, ne? Und es ist ja zum Glück, ich ziehe nur einmal das Kabel und dann muss ich nur hin und wieder hin, um vielleicht ein neues Wasserrad hinzusetzen. Gut, die Säuberung, die muss ich halt auch machen. War das nicht mit diesem Saubermachen irgendwas gewesen? Mhm. Aber ja. Aber da werde ich mir, glaube ich, irgendwann ein Emu zähmen und dann schnell immer hinreiten. Geht er durch die Gegend. Und ab dem 24. müssen wir uns die Map erstmal angucken. Da kennen wir ja gar nichts von, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Da bin ich schon gespannt. Vor allem, ja, wie gesagt, die Aliens. Ja. Okay, nee, vielleicht kann man nicht anpflanzen. Nee, macht Sinn. Schade, ne? Dachte gerade, oh, probier's mal. Oh, nee, geht nicht. Okay. Wie viel brauche ich denn jetzt noch? 5. Nee, 4. 6. Gehen bloß noch 4. 4. Hab ich doch gesagt.
Ja. Ja. Hallo. Gehen wir Haya Bumbo machen oder wollt ihr unten weiter arbeiten? Der ist ich bin noch nicht zu Hause. Was machst du denn? Nee, ich bin am Kabel kleben. Oh, ich habe immer noch den Vogel an der Tasche. Ich bringe uns die Steckdose nach Hause. Ja. Hm, hast du noch einen langen Weg vor dir? Hm, echt jetzt? Mhm. Dann hole ich doch direkt okay, ne? mal die Schmörser. Ja, ich geh vorne. Ich geh oben raus. Zack, so, kommt noch ein Mehl wieder durch. Achso, Weizen, ja klar, logisch. Ich halte die auf. Da liegt irgendwo. Mais haben wir schon, was haben wir denn? Den Kürbis, ja genau. Den haben wir glaube ich noch nicht. Hm. Fast. Du könntest abkürzen eigentlich. Nee, ich will ja Kabel legen. Ist einfach jetzt da links abbiegen. Ach so, da. Ah, da ist unsere Brücke. Ja, dann hoffen wir mal, dass nichts im Weg ist hier. Hm. Das kann ich jetzt auch nicht so genau. Hallo, Bären. Ja, da leuchtet. Seh dich. Ganz schön weit schon dran vorbei, ne? Na, das geht. Ah, solange kein böses Tier kommt und ihn quasi in die Leitung springt. Ist das ja okay. Nur ein Kehr. Das ist ein Hirsch. Okay, Sojabohnen, dann mach ich doch. Hallo. Homecoming. Ja. Dann da rein. Ja, dann muss ich mal gucken, was ich noch mache. Ups. Dunkelheit. Warum habe ich jetzt eine Verletzung? Von was? Ich stehe doch nur hier oben. Hä? Guck dir das an. Eine infizierte Rote. Versuch da. Wurdest du vielleicht mal eher mal gebissen? Ja, das ist schon lange her, da war noch nichts. Hast du aber nicht geheilt, ne? Weil manche Wunden, die man nicht heilt, die infizieren sich dann. Ja, aber dann hättest du doch anzeigen müssen, dass ich verletzt bin. Hast du dich am Splitter weh getan? Keine Ahnung. Ganz unglück. Ja. Oh. Hm. Das habe ich schon mal weg. Mal gucken, ob ich noch Antibiotika finde. Okay, also wenn wir wollen, können wir schlafen. Ich bin da. Jetzt muss ich Antibiotik nehmen. Ich bin sehr krank, Schatzi. Antibiotische Paste. Ups. Was war das? Ich bin aus Versehen im Wasser gelandet. Hattest du nicht eine Lampe bei dir? Machst du einen auf Hans Guck in die Luft? Oh, irgendwas kommt da. Ist hier dann riesengroß. Achso, okay, gut, alles klar. Ich wollte von einem Dach zum nächsten springen und irgendwie bin ich zu weit gesprungen. Machen wir erstmal hinkriegen. Geil. Ja, ich gucke. Oh, ziemlich weit vorne. Antibiotische Paste. Ich weiß nicht, ob das ist, was du brauchst. Ich probiere es jetzt an.
Ja, sieht gut aus. Der hat die Lampe an. Wieso hat er die Lampe an? Der hat die Lampe an. Damit das schön hell ist im Video. So. 1 von 3, 1 von 3, 1 von 3. 2 von 3, 2 von 3, 2 von 3. 4 von 8, 4 von 8. Was, wo ist der vierte? Kommt denn der her? Wir machen jetzt auf Poker, weißt du? 18, 20, 22. Ah, voll aus. Genau. So, 4. So, Technikbaum nochmal. Ich möchte was machen. Ganz wichtiges für uns. Nein. 1, 2. Eisenbahn, Kupferdraht, Kupferdraht. Kupferdraht haben wir nicht. Kommt auch nicht mehr rein. Achso, warte mal, erstmal deine Avocados gleich bei dir mal reinsetzen. Was? Die sind doch schon drin. Kakao und Kürbis meine ich. Achso, ja, okay. Setz dich mal hier rein. Ich habe sogar welche Heilmittel gebracht. Merci. Oh, Kakao. Merci genau. Beaucoup. Kakao. Ibi, Kakao. Brauchen mal geschwind Glas. So, da ja, mal geschwind hinten, Glas. Hinten sind noch 13 drin. Wenn du noch Glas brauchst, in der Glaswerkstatt sind noch 13. Ah ja, okay. Ich habe ja mir von uns Flaschen hergestellt, also Gläser. Da brauchte ich halt von daher. Ja, muss ich noch. Okay, also Maximum eine noch, okay. It's Schwefel time. Irritiert hier vorne. Das Gitterlicht, das Geländer liegt bei mir immer noch da, obwohl Melde das vor uns vor einer halben Stunde schon abgerissen hat. Ja, so ist bei mir auch. Aber das ist wie mit dem Bug da drüben, wo die das Haupt kaputt gemacht haben. Böse. Ich muss mehr Beete machen. Mehr Beete, oh Gott. Doch eine Dekorationswerkstatt. Ja, Rustical. Musti? Rang 2, glaube ich. Warte, muss ich gucken. Ich bin jetzt komplett durch, ich finde ihn nicht. Vielleicht bei Rang 3. Rustical, die rustikale Werkbank. Wo bist du? Das ist die Textil. Da. Rang 2, da ist auch der Holzschrank. Und da drunter sind Klamotten. Da, die hast du sogar schon fertig geskillt. Wo denn? Ganz links. Ah. Ah, oh, das Klärchenbärchen. Hab's gefunden. Bitteschön. Juhu. So, warte mal. Tipp, 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 tipp. Wie hatte ich das letzte Mal gemacht? Das ist doof. Doof. Genau. Haben wir noch so... Bestimmt, ne, so Balken, Holzbalken, schöne. Ja, jede Menge. Jede Menge. 3 Stück, jede Menge, okay. Ach so. Ja, hier. Nee, ich brauch erstmal nicht mehr. Das reicht fürs Erste. Das schöne Holz ist ja da, das veredelte Holz. Ja. Warte mal. So. Wie ging das nochmal da? Ah, verdammt. So. So, ne? Und dann kann ich den nicht dranhängen, schade. Oh nö. Ach, hier ist doch der Weizen. Ach, Manu. Gut, der ist ja eh gut. Kultiert, ne?
Geht nicht. Okay. Warte mal.